Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial zur Verwendung des Autotuner-Tools zur Reglerauslegung. Ich werde euch im Folgenden zeigen, wie einfach die Reglerauslegung mit diesem Tool im EasyStarter ist, auch im Vergleich zu einer anderen Methode der Reglerauslegung, die im EasyStarter bereits angeboten wird. Wenn wir im EasyStarter den Umrichter öffnen, starten wir mit dieser Benutzeroberfläche. Von dort aus können wir in der Reiterkarte zu den Einstellungen wechseln und von dort im Dropdown-Menü die unterschiedlichen Einstellungskategorien auswählen. Bevor wir mit der Reglereinstellung starten können, müssen wir sicherstellen, dass im EasyStarter die Grundeinstellungen für unser System korrekt sind. Also überprüfen Sie die Einstellungen für die Kinematik, den Motor, die Bremse und den Geber. Ich habe dies bereits geprüft und wechsle darum direkt zu der Motorregelung. In dieser Oberfläche finden Sie die Reglereinstellungen, namentlich die Positionsreglerverstärkung und die Verstärkung der Nachstellzeit des Drehzahlreglers. Wir haben dafür Vorschlagswerte basierend auf dem Motor, hier links aufgelistet, und Istwerte, die aktuell eingestellt sind. Zum Übernehmen der Vorschlagswerte als Istwerte können wir hier in der Mitte auf diesen Pfeil klicken. Hier oben befindet sich ein Slider, mit dem die Last variiert werden kann. Entsprechend der eingestellten Last ändern sich die Vorschlagswerte des Reglers, aber aktuell noch nicht die Istwerte. Das können wir ändern, indem wir hier auf unmittelbares Übernehmen umstellen. Wenn wir den Slider jetzt bewegen, ändern sich direkt die Reglereinstellungen. Ob die aktuelle Einstellung ein stabiles oder instabiles Verhalten hervorruft, wird hier angezeigt. Nun müssen wir den Lastslider wieder auf 0 setzen als Vorbereitung auf die eigentliche Reglerkalibrierung. Dafür müssen wir eine zyklische Bewegung am Versuchsstand starten. So eine Bewegung kann im EasyStarter im Tab Profile definiert werden oder wie hier über ein separates Programm gestartet werden. Um ein besseres Verständnis für das Verhalten am Versuchsstand während der Reglereinstellung erhalten zu können, betrachten wir dieses in diversen Traces. An oberster Stelle wird der Schleppfehler angezeigt, gefolgt von den Positionen, wobei Soll- und Ist-Positionen übereinander dargestellt werden. Darunter gilt dasselbe für die Geschwindigkeiten und an letzter Stelle wird das Drehmoment dargestellt. Sobald die Bewegung gestartet wurde, fängt der Trace an aufzuzeichnen. Danach kann man anfangen, den Slider langsam zu verschieben, bis eine Instabilität erreicht wird. Diese kann man im Allgemeinen am Indikator und im Trace sehen, aber auch hören. Der Slider sollte daraufhin wieder auf etwa die Hälfte reduziert werden. Diese Position repräsentiert dann eine gute Reglereinstellung. Die resultierenden Reglerparameter können dann bei den Istwerten abgelesen werden. Nach erfolgreicher Einstellung kann nun die Bewegung beendet und wenn gewünscht, der Trace genauer betrachtet werden. Es ist zu sehen, dass der Schleppfehler beim Erhöhen der Last schnell stark abfällt und erst bei der Instabilität wieder merklich steigt. Ähnliches Rauschen ist auch in der Geschwindigkeit und insbesondere beim Drehmoment während der Instabilität zu erkennen. Bei finaler Reglereinstellung ergibt sich in diesem Beispiel ein maximaler Schleppfehler von etwa 0,01. Alternativ zu diesem Vorgehen kann mit dem Autotuner-Tool eine automatisierte und optimierte Reglerauslegung durchgeführt werden. Zur Benutzeroberfläche des Autotuners gelangen wir durch einen Klick auf Optimierung. Alternativ kann auch im Reiter zur Optimierung navigiert werden. In dieser Benutzeroberfläche findet man zunächst ein paar allgemeine Hinweise, die beim aktuellen Vorgehen aber bereits befolgt wurden. Darunter findet man die Parameter für das Bewegungsprofil. Die Form des Profils ist rechtsbildlich dargestellt und entspricht einer ähnlichen zyklischen Bewegung, wie wir sie bereits beim letzten Verfahren verwendet haben. Bezüglich der Profilparameter haben wir erneut Vorschlags- und Istwerte und einen Button zum Übernehmen. In diesem Fall haben wir die Vorschlagswerte jeweils um den Faktor 10 erhöht, um eine signifikantere Bewegung zu erzeugen. Unter den Profileinstellungen findet man erneut die Reglereinstellung in Form von Verstärkung und Nachstellzeit für den Drehzahlregler und der Positionsreglerverstärkung. Dadurch, dass das Bewegungsprofil hier in der Auslegung integriert ist, reicht ein Klick auf den Startbutton, um sowohl die Bewegung als auch die Optimierung zu starten. Nach dem Start durchläuft es zuerst eine kurze Initialisierungsphase, bevor es mit der Optimierung der Drehzahlreglerverstärkung beginnt. Den Fortschritt sieht man dabei in der Veränderung des Wertes hier. Wenn man aus irgendeinem Grund die Optimierung abbrechen will, ist das jederzeit mit diesem Button möglich. Nun findet der Autotuner nach und nach die optimale Einstellung für die unterschiedlichen Reglerparameter. Dabei muss er stets die Stabilitätsgrenzen finden, weshalb der aktuelle Parameter stets langsam angehoben wird. Dieser Vorgang kann alles in allem ein paar Minuten dauern, weshalb wir es im folgenden Schnelldurchlauf zeigen. Nach der erfolgreichen Optimierung der Drehzahlreglerverstärkung geht es zu der Optimierung der Nachstellzeit über, die wir anhand dieses Wertes beobachten können. Zu guter Letzt folgt die Optimierung der Positionsreglerverstärkung.
Nach erfolgreicher Optimierung der Positionsregler-Verstärkung endet der Autotuner-Durchlauf und das Ergebnis wird in einem kurzen Satz zusammengefasst. In diesem Fall wurde also die Performance verbessert, was im ersten Durchlauf quasi immer der Fall ist. Die optimierten Reglerparameter werden nun hier unten angezeigt. Ein Blick auf den Trace zeigt, dass erneut sehr schnell eine deutliche Reduktion des Schleppfehlers erzielt wurde. Diesmal wird als Bestwert ein maximaler Schleppfehler von 0,005 erreicht. Im Vergleich zur letzten Auslegung wurde der Wert also halbiert. Augenblicke der Instabilität während der Optimierung sind erneut sehr deutlich im Drehmoment zu erkennen. Damit ist die Vorstellung des Autotuners grundsätzlich abgeschlossen. Diese automatisierte Optimierung stellt eine vereinfachte, anwenderfreundliche Alternative zu der Auslegung mittels Lastslider dar. Nicht nur wurde der nötige Anwenderinput auf einen Knopfdruck reduziert, sondern auch das Ergebnis wurde verbessert, hier belegt durch den reduzierten Schleppfehler. Wir möchten aber an dieser Stelle als zusätzlichen Schritt noch zeigen, was passiert, wenn man die Optimierung wiederholt. Insbesondere interessiert, ob eine identische Performance erreicht wird oder eine Verbesserung bzw. Verschlechterung auftritt. Diesen Durchlauf des Autotuners betrachten wir erneut im Schnelldurchlauf. Auch der zweite Durchlauf funktioniert einwandfrei und es wurde wie zu erwarten eine identische Performance erzielt. Auch die Werte der Reglerparameter sind weitestgehend identisch, bis auf die Positionsreglerverstärkung, die diesmal minimal kleiner ist. Für dieses System ist das aber ein vernachlässigbarer Unterschied, sodass die Einschätzung der identischen Performance Sinn macht. Damit sind wir am Ende dieses Tutorials angelangt. Ich hoffe, alle Ihre Fragen zur Funktion und Verwendung des Autotuner-Tools im EasyStarter wurden beantwortet, sodass der erfolgreichen Verwendung nichts mehr im Wege steht.